So, nun sind wir am Strand. Mal ein bisschen Cocktail schürfen. Ja, alles gut, Schatz. Klar, ich bin selbst schuld, aber es wird mir auch einfach so leicht gemacht. Also auch von der Justiz her, die machen ja nichts. Also keine Hausdurchsuchung, nichts. Also nicht mal irgendwie festgenommen werden, wir finden da schon gar nichts. Also die lassen hier von mir an der Nase herumführen. Ja, wie man sieht, bin ich immer noch nicht in Untersuchungshaft. Ich glaube, das wird auch heute gar nichts. Ich glaube, das wird gar nichts mehr. Die wollen mich gar nicht mehr einnehmen. Ich musste von der Ausbildung zu einem Gutachten wegen ADHS, ob ich Auto fahren darf mit Medikamenten. Und dann hat er irgendwie gemeint, aufgrund meiner Vergangenheit findet er das nicht so gut. Und das hat mich dazu angekotzt, dann bin ich nach Dubai geflogen. War dann nur 4 Tage in Dubai, kam nach Deutschland, Dienstag bin ich angekommen und mittwochs bin ich auf die Malediven geflogen. Dann war ich wieder eine Zeit lang in Deutschland, bin dann mit 4 meinen Freunden eine Woche in Yidom Rap geflogen. Und die Reise hat knapp 10.000 Euro gekostet. Und bin nach der Yidom Rap nach Mexiko geflogen. Richtig geiles Hotel, richtig geiler Club, Party ohne Ende. Champagner, wieder alles dabei. Und es passiert ja nichts. In Deutschland passiert nichts. Ich habe Zeit, ich genieße meinen Cocktail, genieße am Strand, werde ein bisschen braun. Und ja, ich chill mein Leben, denn ich lebe nur einmal. Das war mir egal. Ich hab mir gedacht, ich lebe nur einmal. Also warum nicht? Also es war mir in dem Moment war mir alles egal. Keine Ahnung, ich chill jetzt noch ein bisschen mein Leben, bleib noch ein bisschen am Strand, genieße mein Leben. Denn man lebt immer nur einmal. Das verschiedene Reiseveranstalter, so die größeren, wie Tui, Neckermann, Eltours, kann man in der PaySea-Überweisung bezahlen. Das heißt, die buchen vom Konto ab. Das Ding ist ja, wenn man am Wochenende vor, kurz vor dem Wochenende bucht, ich kann ja keine Anleitung sagen. Oder? Also, wie scheiße ist das denn? Ich erkläre es mal grob, gell? Also so, dass man eine Reise ja per SEPA buchen kann. Und das wird ja dann abgebucht. Und dann, wenn da kein Geld drauf ist, wird es ja wiederum zurückgebucht. Und das sehen die dann erst Tage später, wenn du wieder in Deutschland bist. Und ich glaube, darin liegt auch das Problem bei verschiedenen Reisenveranstaltern, dass sie im Kurzfristbereich, auch bei höheren Summen, einfach das SEPA akzeptieren und gar keinen Nachweis darüber, ob der das Geld wirklich hat. Fakt der Dinge ist, dass mich letztendlich, so wie ich weiß, kein Reiseveranstalter angezeigt hat, sondern aufgrund davon, dass damalige Freunde von mir mich angezeigt haben bei der Polizei, mit denen ich auch im Urlaub war, und die Polizei dann aus Amtswegen ermittelt hat. Und dadurch, dass ich auf Facebook viel gepostet habe, wussten die natürlich dann auch viel. Otto Horst Reimers. Ja, da habe ich dich. Versuchter Betrug. Das ist natürlich hier. Die Wiederholungsgefahr besteht ja schon bei 50.000 Euro. Ja, die ich auch in der Hand. Nach dem ersten Gespräch signalisierte sich schon raus, dass das an Qualität und Umfang schon außerordentlich ist. Herr Büchel hat innerhalb von 3 Monaten insgesamt 33 Ermittlungsverfahren gegen sich aufgebracht. Nach Auskunft der Polizei wurden Betrügereien in Höhe von ca. 50.000 Euro tatsächlich verwirklicht. Das kommt durch die Reisen, Tankbetrügereien oder Pizzalieferservice zustande. Und dann haben wir noch einen Gefährdungsschaden, den die Polizei derzeit bei einem Betrag von etwa 500.000 Euro annimmt. Ich war letzte Woche Freitag hier und habe eine Probefahrt vereinbart mit einem Mercedes E-Klasse Coupé. Der war sehr im Stress und hat mir dann ganz schnell den Schlüssel gegeben. Wir haben uns verschiedene Autos angeschaut, sind dann auf das E-Coupé gekommen. Preis war, ich glaube, 29.000 Euro. Er hat mir dann das E-Coupé samt Schlüssel, Seitschlüssel mit der Tankkarte, der dazugehörigen PIN und den Fahrzeugpapieren gegeben.
Ich sollte den Wagen bis 18 Uhr abgeben. Das habe ich nicht geschafft. Und es war dann so, dass ich mit Freunden rumgefahren bin und nach Hause gegangen bin, sehr viel getrunken habe und ich den Wagen und seinen Schlüssel am nächsten Morgen nicht mehr gefunden habe. Wiegel hat man es sehr einfach gemacht. Er hat Kraftfahrzeuge ausgehändigt bekommen. Er hat Bestellungen für Kraftfahrzeuge aufgegeben im Wert von 100.000 Euro. Da hätte man sicherlich das ein oder andere Mal sicherlich überprüfen müssen, ob dort tatsächlich eine dementsprechende Bonität vorhanden ist. Also ich bin natürlich nicht dumm. Ich mag zwar ein Haupttourer sein, aber ich habe natürlich auch, ich weiß nicht, ob jemand dich sieht einfach. Es liegt mir in den Genen und dementsprechend habe ich einfach erzählt, ich habe ein Erbe gehabt, 50.000 Euro und wie das so ist bei sämtlichen Autohäusern oder Autoverkäufern oder auch Bankleuten, die sehen dann gleich die Dollarscheine in den Augen und dementsprechend hat er dann gesagt, ja geil, 18 und 50.000 Euro, da kann man ein gutes Geschäft machen und wollte weder einen Nachweis haben, gar nichts und hat mir dann daraufhin das Auto gegeben und hat mich daraufhin dann auch beleidigt, ich wäre ja bescheuert, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Einzige, wo hier bescheuert ist, ist die Nordostsee Automobile. Ich bin 18, ich habe ein E-Klasse Coupé gefahren mit einer Tankkreditkarte und ich hätte da so viel Sachen machen können, habe ich natürlich nicht, aber das zeigt ja, dass ich nicht bescheuert bin. Das ist immer sehr schwer, weil in der hiesigen Gesellschaft vertraut man mehr oder weniger darauf und Geld hat man zu haben. Jedoch, wenn ich einen 18-jährigen Jugendlichen vor mir habe, der vor mir sitzt und behauptet, er hätte im Lotto gewonnen und das einfach so hinnehme, kann ich nicht unbedingt von einer Mitschuld im strafrechtlichen Sinne reden, aber dass die Unternehmen blauäugig hier Werte herausgegeben haben, die Herr Büchel nie hätte bestreiten können, das bleibt unbestritten oder das behaupte ich, dass es ihm sehr einfach gemacht worden ist. Es ist ja so, dass ich geglaubt hatte, ich hätte im Lotto gewonnen. Und das habe ich natürlich auch den Autohäusern erzählt. Ich hatte von der Commerzbank hatte ich eine Bescheinigung, in der die Commerzbank mir bescheinigt hat, dass wir über eine Geldanlage gesprochen haben von 520.000 Euro. Nur gesprochen, nicht, dass ich sie habe. Es ist so, dass das erste Autohaus, nämlich BMW Niederlassung Hamburg, das so akzeptiert hat, und ich weiß nicht, ob er zu dumm war zum Lesen, aber wirklich geglaubt hätte, ich hätte diese 520.000 Euro. Und ich diesen Typ 3 Monate lang so gut verarschen konnte, dass ich sämtliche Autos, ich eigentlich so gut wie 2 Monate lang mobil war mit jedem Auto, meines Wissens, ich hatte einen X1, einen X4, öfters, dann einen 1er BMW, einen 2er Cabrio, sogar sein Privatauto. Ich wurde da behandelt wie Gott in Frankreich, immer schön Cola bekommen, ich war mit dem schon per Du und es war alles super. Also mich reizt Autofahren generell, die geilen Geschwindigkeiten, die neuen Autos, Luxus, man wird überall angeguckt und ich habe natürlich auch ADS und mir gefällt es, wenn die Leute, jeder über mich redet und wenn ich hier mit so einem schicken Auto rumfahre, dicke Mucke auf, dann Vollgas gebe, das ist natürlich geil und dann auch das Auto so aufs Ende, 214 km/h, weil mit dem CLA, das ist für mich einfach so krass geil und es ist einfach so, man hat was, dann ist es immer so, dass mehrere Freunde dabei sind und man natürlich dann einen auf dem dicken Macker macht. Ist dir eigentlich bewusst, dass du da Leute auch ganz schön verarscht oder ist dir das nicht bewusst? Mir ist das bewusst, dass ich die Leute verarsche, aber die lassen sich ja verarschen. Also es ist für mich auch eine Genugtuung. Also ich lache mir immer einen weg. Aber wenn ich abends zu Hause sitze, dann denke ich mir immer, was sind die Idioten und auch generell, ich lache auch über die Polizei. Weil ich spiele hier jeden aus. Ich verarsche die Polizei, ich verarsche die Staatsanwaltschaft, ich verarsche hier BMW, Mercedes, die mir eigentlich gar keine Probefahrt geben dürfen und das einfach trotzdem machen. Und das nur, weil ich denen irgendeine Scheiße erzähle, die mir es auch noch glauben und keine Nachweise darüber sehen wollen. Ich bin da über die Straße geflitzt, 214 km/h. Hast du ihn nochmal ausgefahren? Den CLA natürlich. Wie schnell fährt er? 214, da war Schluss. Es hat noch nicht Klick gemacht, mit den Betrugsraten aufzuhören. Weil das auch so ein bisschen weit eine Genugtuung ist, die Firmen so zu verarschen, dass es so einfach geht. Herr Büchel, muss man ganz ehrlich sagen, sieht das wahrscheinlich auch als eine gewisse Sucht an. Und er steht jetzt vor dem Abgrund und ihm ist es anscheinend egal, wie tief der Abgrund wird, weshalb Herr Büchel auch tatsächlich in Untersuchungshaft möchte. Warum nicht weitermachen? Weil ich gehe eh rein und
Da kommt es auch auf 1-2 Monate nicht mehr an. Irgendwann gibt es ja auch mal einen Mengenrabatt. Warum Herr Büchel noch auf freiem Fuß ist, bleibt ein Geheimnis der Strafverfolgungsbehörden. Und wenn ich in Urlaub bin, bin ich erstmal froh. Dann kann ich keine Scheiße mehr bauen und dann ist halt so ein Stand. Dann weiß ich, was passiert ist und dann habe ich Zeit zum Überlegen. Wenn ich jetzt hier draußen bin, sage ich ganz ehrlich, ist es so, ich weiß, ich komme ins Gefängnis und es hat noch nicht Klick gemacht. Da denke ich halt so, ich gehe eh in den Knast. Es hält mich ja keiner daran. Ich kann machen, was ich will und es passiert halt nichts. Herr Büchel teilte mir mit, dass er vor sich selbst geschützt werden wolle. Er wäre lieber heute im Untersuchungsgefängnis als morgen, damit er vor sich selbst geschützt ist. Im Moment bin ich der Ansicht, dass auch Herr Büchel erstmal von der Straße weg muss und einen geregelten Tagesablauf und ein normal der Gesellschaft angepasstes Verhalten beigebracht bekommen muss. Und da ist, glaube ich, die Untersuchungshaft oder etwaige Hilfestellung des Staates erforderlich. Ich habe im Internet natürlich auch mich ein bisschen recherchiert über UAFT und bin auf eine Seite gestoßen, die nennt sich knast.net. Darf man sich vorstellen wie Holiday Check. Gibt dann wirklich so ein Bewertungsportal nach Essen und sternenmäßig. Was soll mir denn groß passieren? Vielleicht kriege ich aufs Maul. Gut, stehe ich wieder auf. Auf einer Hinsicht sage ich, okay, krass, ich habe es geschafft. Klingt zwar jetzt doof, ich habe geschafft, Leute zu verarschen, das mit 18. Habe einen Fehler im System entdeckt, den ich natürlich ausgenutzt habe. Auf der anderen Sicht war es nicht wert, weil ich habe alles verloren. Ich habe meine Familie verloren, meine Freunde, meine Ausbildung. Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr. Nur einen Haufen Schulden, mit denen ich wahrscheinlich nicht in die Insolvenz kann. Also das heißt, mein Leben lang davon. Dann natürlich Probleme mit der Polizei, ganz klar. Ja. Ich bin mir sehr sicher, dass Herr Büchel in den nächsten Tagen in Untersuchungshaft genommen wird. Freitags arbeiten die Staatsanwälte nur bis 13 Uhr und die werden jetzt keine Überstunden machen wegen mir. So wichtig bin ich nicht. Also gehe ich davon aus, dass sie montags die Akte lesen, eventuell am Montag einen Haftbefehl beantragen. Also werde ich diese Woche noch in vollen Zügen mein Leben genießen, ganz ehrlich. In 2 Tagen gibt es Geld, morgen, und das werde ich mit Freunden auf dem Kiez auf dem Kopf hauen. Wo kommt das Geld her? Ja, im Jobcenter. Kann ich jetzt nicht sagen, oder? Also ich bekomme 1 Jahr und 2 Jahre Bewährung. Hallo? 1 Jahr, 2 Monate auf 2 Jahre Bewährung. Ich bin ein freier Mensch. Der erste Anruf ging natürlich an meine Mutter, dass ich keine Sorgen mehr machen soll. Denn ich habe im Knast gelernt, dass Familie immer an erster Stelle stehen sollte. Ich bin jetzt froh, dass ich ein freier Mensch bin. Und die Zeit in Hasand, also in der Untersuchungshaft, hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass es so in meinem Leben nicht weitergehen kann. Letztendlich war das ein Hilfeschrei nach Aufmerksamkeit, den habe ich bekommen. Ich saß in Haft, es war vielleicht alles lustig, aber irgendwann hat die Haft mich natürlich auch eingeholt. Und dann überlegt man, was man macht. Und dann überlegt man, will ich mein Leben lang immer ein Hintergitter sein oder will ich einfach mein Leben ändern und will mit der Chance, die ich jetzt bekommen habe, neu anfangen. Und die UAFT hat mir jetzt gezeigt, hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass ich auf jeden Fall nicht mehr wieder rein möchte. Also ich habe in der Untersuchungshaft 2 wirklich sehr gute Freunde kennen und lieben gelernt, die mir gezeigt haben, dass man sich Freundschaft mit keinem Geld der Welt erkaufen kann und dass ich der Jason sein kann, der ich wirklich bin und nicht der Betrüger Jason und dass ich nicht versuchen muss, eine Person zu sein, die ich gar nicht bin und dass man mich so akzeptiert, wie ich bin. Ich hatte Angst, dass ich Strafe bekomme, weil ich wusste, wenn ich jetzt Strafe bekomme, U-Haft ist Schutzhaft und Welpenstadt, aber in der Strafhaft geht es ganz anders da ab und nicht jeder in Haft kommt mit meiner Dreistigkeit klar und auch nicht jeder mit meiner Tat und ich hätte da schon was zu schlucken gehabt. Ich habe gleich alles zugegeben. Das hat das Gericht sehr hoch angesehen. Ich habe meinen Lebensgang erklärt, warum ich die Taten begangen habe. Und so kam es zu diesem Urteil. Was haben Sie dann erklärt, warum Sie das begangen haben? Ich habe gesagt, dass ich eine sehr schlechte Kindheit hatte und halt auch
aus Motivation, aus Sucht, weil ich nie Liebe bekommen habe und versucht habe, Freunde zu erkaufen. Und das kann, man kann sich keine Freunde erkaufen. Und ich versucht habe immer mehr und das war eigentlich total unnötig. Letztendlich sitze ich jetzt hier, ich habe genauso viel wie vorher, nämlich nichts. Ich habe zwar viel gesehen, aber ich habe dafür auch viel jetzt um die Ohren. Ich muss mich da um viele Sachen kümmern und es wird auf jeden Fall noch viel auf mich zukommen. Und das nennt man Freunde. Scheißdreck hier. Ehrlich, also fällt mir nichts mehr ein. Ich meine, die haben alles mitbekommen. Ich sitze wegen denen, hauptsächlich habe ich Straftaten gemacht, für die sitze ich im Gefängnis. Das hat er versucht, das ein normales, straffreies Leben zu führen. Auf die Freiheit. Schmeckt gut. Das Gesüff der Reichen. Wo wir hingehören.